Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. In diesem Video werde ich das Stealth Scope und das Sniper Scope reviewen. Beides sind Lichtgewehre bzw. Light Rifles, die veröffentlicht worden sind für die originale Microsoft Xbox Videospielekonsole. Und los geht's! Beide Lichtgewehre wurden hergestellt bzw. entwickelt von einer Firma namens Pelikan im Jahre 2003 und Anfang 2004 kamen dann die Lichtgewehre auf den Markt, und zwar für die originale Microsoft Xbox Konsole und für die Sony PlayStation 2, aber von ein paar unterschiedlichen Firmen. Also erstens einmal Pelikan selber hat es veröffentlicht, dann Logic 3, Titan Concepts und die letzte Firma, die mir bekannt ist, heißt VGA, was wiederum steht für Video Game Accessories. Es gibt einige Seiten, die behaupten was, was ich jetzt da revidieren will, und zwar diese Lichtgewehre funktionieren nicht auf heutigen LCD, LED oder Plasmafernsehern oder Projektoren. Diese Lichtgewehre funktionieren nur auf den sogenannten CRT, also Kathodenstrahlröhrenfernsehern. Andere, wie gesagt, Webseiten oder was, die sagen, ja, es funktioniert auf heutigen Fernsehgeräten, LCD, alles funktioniert, ja. Na, bis man es kauft, dann super, schaut mal in die Röhre quasi, weil die Dinger nicht funktionieren. Wollte ich nur mal gleich am Anfang bekannt geben. Gut, die Lichtgewehre wurden speziell gefertigt oder hergestellt für Spiele wie House of the Dead 3, dieses Spiel kam 2003 für die Xbox auf den Markt, und für die Spielereihe Silent Scope, und das kam 2004 auf den Markt für die Xbox-Konsole. Und das Coole ist an Silent Scope Complete, dass auf dieser CD sind alle Silent Scope-Spiele drauf, die es gibt, also Silent Scope, Silent Scope 2 Fatal Judgment, Silent Scope 3 und Silent Scope FX. Was jetzt das Ganze so speziell macht an diesen Lichtgewehren, ist im Falle von House of the Dead 3, wenn man nur den Hauptteil des Lichtgewehrs hernimmt, es schaut aus wie eine Schrotflinte, es fühlt sich an wie eine Schrotflinte und man kriegt dieses coole Pump Action und ebenfalls wie bei einer Schrotflinte, und das kann man auch benutzen, um in dem Spiel nachzuladen. Ebenfalls auch der Videospielautomat von House of the Dead 3 hat einen ähnlichen Controller wie diesen hier benutzt, und der hat mehr realistischer ausgeschaut wie eine Schrotflinte als jetzt dieses mehr futuristische Design. Gut, und wenn es um die Silent Scope Spiele geht, dann hat man noch drei extra Teile inkludiert in der Box, und zwar kriegt man einen Schaft, einen Lauf und ein Zielfernrohr. Und wenn man das Ganze dann dazu gepflanzt hat, bekommt man hier ein ziemlich cool ausschauendes, futuristisches Scharfschützengewehr. Und was jetzt da wirklich cool auch noch ist, ist, hier auf der Rückseite haben wir einen Bewegungssensor, und der wiederum registriert, ob wir gerade durch das Zielfernrohr durchschauen oder nicht, und das sagt im Spiel wiederum, ob es die Vergrößerung des Zielfernrohrs einschalten soll oder ausschalten. Das ist eine echt coole und interessante Idee, und ja, ebenfalls auch der Spieleautomat von Silent Scope hat ebenfalls einen Scharfschützen-Controller benutzt, nur da war es überhaupt cool, weil in dem Zielfernrohr drinnen war ein kleiner LCD-Bildschirm. Und man hat jetzt da gehabt den großen Bildschirm, und auf dem großen Bildschirm hat man halt eben wirklich das ganze Spielgeschehen gehabt von dem Szenario, und man hat das Fadenkreuz gesehen, und mit dem, eben wenn man es bewegt hat, das Gewehr, hat sich das halt eben auch bewegt. Wenn man aber
durchs Zielfernrohr geschaut hat, auf dem LCD-Bildschirm hat man dort drinnen dann das Zielfernrohr gesehen, das Fadenkreuz hat man gesehen, aber mit der Vergrößerung. Das heißt, bei dem Automaten selber hat man eine echt coole Scharfschützenerfahrung gehabt. Und zwar auch eine längere Zeit lang mein Lieblingsautomat, bis die Spielhalle dann irgendwann zugesperrt hat. Ich weiß es gar nicht mehr, 2002 oder was hat die zugesperrt. Und ich glaube, das letzte Mal war es 2001 Spiel oder was. Ich habe es auf jeden Fall extrem gern gespielt und war dann halt in Feuer und Flamme, wie es rausgekommen ist. Also überhaupt Silent Scope, damals der erste Teil, der ist für einige Systeme erschienen, für die PlayStation 2, für den Dreamcast und ich glaube sogar für Game Boy Advance ist es rausgekommen. Und halt eben, aber das war halt eben aus 1999 oder 2000 ist es rausgekommen, war das gar nicht mehr. Da habe ich es mir aber gekauft damals für die PlayStation 2, habe es auch gern gespielt, aber das habe ich halt eben mit dem Controller gespielt, war jetzt nicht dasselbe. Aber wurscht, ich schweife hier ab. Auf jeden Fall, was jetzt aber auch lustig ist, beziehungsweise interessant, ist die Tatsache, dass Silent Scope ist eigentlich kein Lightgun-Shooter, sondern das ist ein Rail-Shooter. Und das Ganze ist deswegen, weil man kann den Scharfschützen-Controller vom Spieleautomaten kann man nicht in die Hand nehmen, der ist fest montiert auf dem Automaten. Das heißt, rein technisch gesehen, ist dieser Scharfschützen-Controller einfach nur ein ziemlich cool ausschauender Analogstick. Und interessant fand ich jetzt dabei, ich bin ja erst vor kurzem, ich glaube auch wieder drauf gekommen. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal gewusst und habe es vergessen, jetzt bin ich wieder drauf gekommen. Und zwar, dass einige Spiele, wo ich im Vorfeld, wenn man mich gefragt hätte, gesagt hätte, hey, was ist das für ein Spiel, hätte ich gesagt, Lightgun-Shooter. Das ist ein Lightgun-Shooter. Stimmt aber nicht, original, also wie die Dinger rausgekommen sind, hauptsächlich in der Spielhalle, das sind eigentlich Rail-Shooter, weil sie ebenfalls genau solche Controller benutzt haben. Und die sind ja später Lightgun-Shooter geworden, wie es portiert worden sind auf Heim-Spielesysteme, also jetzt wurscht, Computer oder halt eben Videospielkonsole, solange diese Version dann auch Lightguns unterstützt hat. Also nur um jetzt ein paar Beispiele zu nennen, Operation Wolf zum Beispiel, in der Spielhalle hat man dann leider einen Uzi-Controller gehabt, aber auch einen Analogstick im Endeffekt, aber wie das Spiel zum Beispiel am Nintendo Entertainment System rausgekommen ist, hat man einen Lightgun-Support gehabt, also konnte man mit dem Zapper das spielen, jetzt war es auf einmal ein Lightgun-Shooter. Andere Beispiele wären jetzt zum Beispiel Operation Thunderbolt, dann Line of Fire, Terminator 2 The Arcade Game oder Beastbusters. Wie gesagt, ich fand diese Info erstens informativ und zweitens ein bisschen lustig sogar. Weiß schon, ist jetzt noch nicht die mördermäßige ultimative Information oder das Topgelbe vom Ei, aber trotzdem habe ich mir gedacht, ich inkludiere es in dieses Video. Aber egal, machen wir weiter. Jetzt werfen wir einen genaueren Blick auf die Lichtgewehre. So, da bevor ich euch die Lichtgewehre genau im Detail zeige, habe ich mir gedacht, ich zeige euch noch ganz kurz die Verpackungen von den jeweiligen Lichtgewehren. Also hier haben wir die Version vom Stealth Scope. Meine Variante ist von der Firma Logic 3 oder Logic 3 veröffentlicht worden. Hier auf der Vorderseite können wir gleich einmal sehen die Extra-Funktionen, die man bekommt mit diesem Lichtgewehr. Also Motion Active Scope, das ist halt eben dieser Bewegungssensor. Linear Kickback Simulation, also der Rückschlagfunktion hat es auch und Pump Action Reload, also quasi diese Schrotflinten-Nachladefunktion. Hier auf der Seite haben wir dann auch gleich noch hier einen kleinen Warnhinweis, da steht extra drauf, dass dieses Lichtgewehr nicht mit allen Fernsehern funktioniert, das heißt, es hat keine Unterstützung für 100 Hertz Fernseher, LCD, Plasmafernseher oder Rückprojektionsfernseher. Es steht zwar nicht drauf, aber auch halt eben mit Projektoren funktioniert das ganze Teil auch nicht. Hier auf der Rückseite sehen wir noch einmal, wie das Ganze komplett ausschaut. Also komplett zusammenbaut. Sehen wir das ohne Spiegelung, so, bitteschön. Und da sind noch einmal halt eben die extra Features aufgelistet und halt eben dieser Warnhinweis. Und hier auf der anderen Seite haben wir halt eben, ja, Kurzbeschreibungen in verschiedenen Sprachen. Das war Stealth Scope, beziehungsweise die Verpackung davon. Hier werfen wir noch einen schnellen Blick auf die Verpackung vom Sniper Scope. Die Version ist, zumindest meine, ist halt eben von der Firma Titan Concepts veröffentlicht worden. Hier haben wir extra, also hier haben wir nochmal diese extra Features und halt eben, wie das ganze Teil ausschauen soll. Das Zielfernrohr hat jetzt kein rotes Plastik drauf oder irgendwas, das schaut zwar cool aus da, aber das existiert nicht so.
Hier haben wir nochmal, wie gesagt, die extra Features, also halt eben Rückschlag, Pump Action, wie die bei der Schrotflinte, und halt eben, dass das Ganze mit dem Bewegungssensor funktioniert, und diese Waffe, Schrägstrich, das Lichtgewehr, hat halt eben auch noch die 100 Hertz Funktion, dass es auch mit 100 Hertz Fernsehen funktioniert. Auch hier auf der Seite haben wir auch wieder einen Warnhinweis, wo funktioniert's, wo geht's nicht. Auf der anderen Seite haben wir das gleiche in grün. Und hier auf der Rückseite haben wir noch einmal, wie schaut das ganze Teil aus. Und hier haben wir ein kleines Kasterl. Und da steht extra nochmal drin, was kann das Ganze oder was sind es halt eben Zusatzfunktionen. Wie gesagt, 100 Hertz Fähigkeit, der Bewegungssensor, dann man kann die ganzen Zusatzteile halt eben wie den Schaft, den Lauf und das Fadenkreuz, das Fernrohr kann man runternehmen, Pump Action, wie gesagt, eh klar. Realistic Linear Kickback, also halt eben, dass diese Rückschlagfunktion sehr realistisch sein soll, definitiv nicht, aber bitte. Dann hier die extra Funktion, die wir auf der Waffe haben, also Normal, Burst, Auto Reload, Auto Reload und Auto Fire, Xbox Live Unterstützung, Memory Cartridge Slots auch drauf, unterstützt so gut wie alle oder eigentlich alle Video Anschlüsse, eingeschlossen halt eben Komponentenvideo und ja, also Rubberized Butt on the Stock, also dass da halt eben ein bisschen ein Gummi unten ist, halt eben beim Schaft, dass das sich halt eben besser anfühlt oder was. Gut, das war jetzt die Verpackung vom Sniper Scope und jetzt schauen wir uns einmal den Controller genauer an und hier habe ich ja den Controller vom Stealth Scope, also das Stealth Scope Gewehr und wir fangen gleich hier auf der linken Seite an. Hier haben wir den X-Knopf, den weißen Knopf, da ist ja beim Xbox Controller, hat man ja da unten diese zwei farbigen Knöpfe, also weiß und schwarz, und das ist halt eben der Knopf von der weißen Funktion, da halt eben Back Start. Hier haben wir, wie gesagt, diese Pump Action Funktion, der Trigger, also der normale Abzug. Hier hinten haben wir das ist eigentlich ein Steuerkreuz, halt eben so ein kleiner Mini-Stick oder was. Dann hier können wir den Bewegungssensor auf der Rückseite ein- oder ausschalten, der sogenannte Scope Trigger ist das, und hier können wir die Sensibilität des Bewegungsmelders ein- und ausschalten bzw. halt eben justieren. Hier auf der Rückseite haben wir diesen Bewegungssensor oder Bewegungsmelder, wie auch immer man es nennen will, also hier der eine, hier der zweite. Dann hier haben wir auch den Memory Cartridge Slot, zack, da kann man die Memory Card reingeben. Am Anfang, muss ich zugeben, habe ich die Befürchtung gehabt von wegen, dass wenn man das mit einer Memory Card spielt, dass man die Memory Card quasi frisst oder was, weil das halt eben hinten raussteht, aber es funktioniert einwandfrei, also die Memory Card ist einem nicht im Weg, wenn man es drinnen hat oder was. Dann hier auf der unteren Seite haben wir noch links und rechts haben wir da einen Knopf und das ist quasi dafür, weil da ist die Öffnung für den Schaft, wenn wir den Schaft reingeben und wir wollen ihn wieder rausnehmen, müssen wir diese Knöpfe drücken. Und hier auf der oberen Seite haben wir eben noch Kimme und Korn, eh klar. Hier haben wir noch eine kleine Öffnung, wenn wir die aufmachen, können wir da das Fernrohr reingeben oder fixieren. Dann auf der rechten Seite haben wir hier den einen Ausschaltknopf für die Kickback-Funktion, also für diese Rückschlag-Funktion. Dann hier haben wir die Optionen, diese Extra-Funktionen, Normal, Auto-Reload, Auto-Fire und Burst. Also bei Burst halt eben, das sind halt eben dann drei Kugeln auf einmal werden abgefeuert. Hier haben wir den Y-Knopf, den schwarzen Knopf und den B-Knopf. Und hier vorne haben wir die Fotodiode drinnen. Jetzt ganz kurz wegen dem Bewegungssensor. Der funktioniert eh nur mit dem Spiel Silent Scope. Wenn man das Lichtgewehr kalibriert, muss man den Scope Trigger ausschalten. Und erst nach dem Kalibrieren darf man einschalten. Es wird auch erwähnt bei der Beschreibung und auch lustigerweise innerhalb der Box hat man da eine Mini-Beschreibung. Aber wenn man das Ganze nicht will, obwohl es wirklich eine coole Funktion ist und es ist ein Wahnsinn, wie gut die eigentlich funktioniert, kann man aber trotzdem das Ganze ausschalten und im Spiel kann man mit dem B-Knopf die Vergrößerung von dem Zielfernrohr ein- oder ausschalten, wenn man will. So, das war der Controller. Jetzt kommen die Extra-Teile. So, also hier haben wir den Schaft, hier haben wir den Lauf und das ist das Zielfernrohr. Es ist nichts drinnen, es ist nichts draufzeichnet oder sonst irgendwas, komplett klar. Und auch lauter Haare drauf erst. Diese Drehrädchen da oben, die sind nur zur Show drauf. Also
Das kann eigentlich gar nichts, außer vielleicht cool ausschauen. Und jetzt bauen wir das Ganze zusammen. Also hier mit dem Schaft einfach nur reingeben, zack, das war's. Der Lauf, der hat da halt eben so eine Ausnehmung und das muss man so reingeben und dann halt eben umdrehen und dann ist das Ganze fixiert. Sorry, falls man es nicht gesehen hat. Und hier öffnen wir jetzt da das Teil und zack, ist schon zusammengebaut. Jo, im komplett zusammengebauten Modus, oder beziehungsweise wenn es komplett zusammengebaut ist, hat das Lichtgewehr eine Größe von 90 cm und hier haben wir noch das Kabel, also hier haben wir auch den Anschluss. Das Teil kann man nur mit der originalen Microsoft Xbox benutzen und das Kabel hat eigentlich eine relativ gute Länge. Es ist nämlich ungefähr 3 Meter lang. Und hier haben wir jetzt da auch noch das Sniperscope komplett zusammengebaut. Bis auf das, dass das unterschiedlich gefärbt worden ist. Und die Tatsache, dass das Sniperscope eben die 100 Hertz Fertigkeit hat, sind beide mehr oder weniger eigentlich eh ident. Ich zeige euch jetzt die Sniperscope in Action auf meinem 100 Hertz Fernseher. Ich zeige euch nicht beide in Aktion, hauptsächlich deswegen, ich weiß, das wird auch jetzt da wieder eine irrsinnig lange Review werden, aber ich möchte es nicht zusätzlich in die Länge ziehen oder was. Deswegen, wie gesagt, ihr seht jetzt dann nur die Sniperscope in Action. Ich habe aber trotzdem schon vorher und ich werde auch nachher noch beide Lichtgewehre separat testen. Auch das werde ich auf dem 50 Hertz Fernseher testen. Und ich sage euch dann später, was, wenn überhaupt, welche Unterschiede existieren zwischen den zwei Lichtgewehren und überhaupt über die Performance von den Teilen. Aber ja, als nächstes, wie gesagt, zeige ich euch die Sniperscope in Aktion. Yes, sir.
is left. No one's responding. We're running out of time. Let's move out. We can't forget our mission. Watch out! The enemy is...